Einen wunderschönen guten Abend, willkommen zu der neuen Folge Beholder Blissful Sleep. Ich habe euch jetzt mal hier verlassen, als mir der Herr Schimmer mitgeteilt hat, dass es einen Riesenstreit mit dem Herrn Manischek gab. Und ich soll jetzt mit den beiden reden, außerdem haben wir offen, dass ich nicht sterben möchte. Wir brauchen noch 2 der 5 Mäuse und wir brauchen noch ein paar von den Reputationspunkten, damit wir oben den Mörder überführen können. Mal gucken, wie weit wir da kommen und wie erfolgreich wir sein werden. Versteht, los geht es. Wir stehen also hier und warten. Die Manischeks gehen weg. Zumindest der Herr Manischek und die Frau Schimmer fahren ganz gemütlich weg. Dazu noch die Jean Earl. So, wir gehen mal hier runter, weil ich hoffe, dass diese Katze für mich wieder ein paar Mäuse gefunden hat. Zumindest denkt sie an Mäuse. Jawohl, da ist eine weitere Maus. Mir fehlt aber noch eine. Schade. Natürlich jetzt im Hintergrund auch noch ein Pferd, das vorbeiläuft. Sehr gut. Und es tut mir leid, falls ihr den Ventilator hört. Ich versuche das einigermaßen runter zu regeln, aber es ist dermaßen heiß hier. Das ist nicht normal. Versteht, wir streicheln erstmal unser Kätzchen, das ja nicht sehr viel macht bisher. Aber gut. So, die Mäuse braucht da oben der Doktor. Hier oben haben wir den Mörder diesmal eingeladen. Was haben wir hier eigentlich? Rechnungen, nichts. Profile haben wir auch, glaube ich, alle geschrieben, die gehen. Sieht so aus. Nichts blinkt, von daher alles okay. Ja, jetzt heißt es erstmal warten. Ich möchte noch nicht mit den Manischeks reden. Wenn natürlich möglich. Aber okay. Ja komm, mit ihr können wir reden. Oh, hast du aber eine Maus gefunden? So, wir reden jetzt mit der Frau Manischek. Hallo. Nach seiner Familie fragen? Warum nach seiner? Es ist doch ihre. So. Luisa, ich muss Ihnen etwas erzählen, aber ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Nun ja, Slatta ist Ihre Tochter. Was? Machen Sie Witze, Hector? Wie ist das möglich? Mir wurde gesagt, dass sie gestorben sei. Sind Sie noch bei Sinn? Das ist unmöglich. Ich glaube Ihnen kein Wort. Ich habe es doppelt überprüft. Sie ist definitiv Ihre Tochter. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Jemand hat einen Fehler begangen, aber das ist jetzt nicht wichtig. Viel wichtiger ist, dass Sie sie retten können. Wie ist sie bei den Schimmers gelandet? Wir waren für die Schwangerschaftshilfe in Valverde. Ich glaube, das haben sie vorgeschoben, damit niemand fragt, ob sie Slatta adoptiert haben. Also ist Slatta meine Tochter? Sind Sie sich sicher? Absolut. Ich verstehe das immer noch nicht. Aber ich will helfen. Sagen Sie mir, was ich tun soll. Sie befinden sich in einem schlechten Zustand und benötigt eine Knochenmarkspende. Sie brauchen nichts mehr sagen, Hector. Ich werde spenden. Vielen Dank, ich werde meinem Mann alles erzählen. Er wird aus dem Häuschen sein. Ja, eher nein. Glaube ich eher nicht. Wir können ja mal hier noch ein Ründchen mit der Frau Ranek reden, oder? Naja, wir ignorieren sie erstmal. Der Händler kommt, von dem brauche ich nichts. Ist denn der Herr Mörder eigentlich weg? Oder sind sie hier oben aktiv? Ich sehe ihn nicht. Das ist der Künstler. Wir stehen hier alle noch gemütlich rum und warten ein bisschen, bis die Zeit rumgeht. Die letzten 155 Stunden, die ich noch zu leben habe. Es sei denn, ich bekomme die Möglichkeit zu fliehen. Was natürlich mein Ziel ist. Ich will natürlich versuchen, mit dem Hector Medina diesmal zu entkommen, nachdem wir beim letzten Mal leider gescheitert sind. So, hier kommen jetzt wieder alle. Herr Ranek, da ist er, der Lionel Kramer. Der sieht schon aus wie ein Mörder. Unglaublich. Hast du mir wieder ein Mäuschen hergebracht? Kann ich oben dann zum Doktor gehen? Warum ist da eigentlich eine Geldbörse drin? Das habe ich noch gar nicht überlegt. Nehmen wir mal. Ich weiß nicht, was die Katze mit einer Geldbörse will. Da ist der Herr Manischek. Wir könnten direkt mit ihm reden. Dann haben wir das direkt erledigt. Warum auch nicht? Machen wir das doch gleich mal. Hallo. Okay, hallo sagen. Hallo Hector, was gibt es? Ich wollte nur hallo sagen. Danke, wissen Sie, ob es in der Stadt ein neues Spielzeuggeschäft gibt? Markus' Geburtstag steht vor der Tür und im Gemischtwarenladen. Im Gemischtwarenladen haben Sie nur Holzspielzeug. Er will unbedingt eine Rakete. Ich fürchte, wir haben ja leider keine Spielzeugläden. Oh, verstehe. Dann muss ich wohl den Gemischwarenladen etwas anderes aussuchen. Man sagt, Holzspielzeuge seien sicher, Jakob. Sie werden aus ausschließlich natürlichen Materialien hergestellt und enthalten keine Allergene. Ausschließlich natürliche Materialien? Ja sicher, im letzten Winter ging ein Freund von mir die Kohle aus und ihm wurde kalt. Er musste anderes Brennmaterial finden, darunter auch Möbel. Trotz der Tränen seines Sohnes mussten sie auch sein Holzpferd verbrennen. Das Pferd brannte 8 Tage lang. Können Sie sich das vorstellen? 8 Tage anstatt nur einem? Das hört sich wie ein Weihnachtswunder an. Wie bitte? Als Chemiker kann ich Ihnen versichern, dass es eher nach einer teuflischen Mischung aus Paraffinen klingt. Ich bezweifle, dass es gesund für die Kinder ist.
Aber es klingt so, als können diese Holzpferde im Winter echt nützlich sein. Vielleicht haben sie recht. So, wir reden jetzt auch direkt über Slatter. Über die Euthanasie haben wir ja schon mal gesprochen. Können wir vielleicht später machen, wenn wir in den letzten, keine Ahnung, 50 Stunden oder so sind. Da können wir das gerne machen. Vielleicht haben wir dann noch eine weitere Möglichkeit, mit der wir uns retten können. Ja, komm, wir müssen reden. Es geht um ein heikles Thema bezüglich Ihrer Familie. Ich bin ganz Ohr. Fragen Sie mich nicht, woher ich das weiß, aber Ihre Tochter, also das Kind, von dem das Ministerium behauptet, es sei bei der Geburt gestorben, sie lebt. Was? Wie ist das möglich? Ich weiß nicht, ob das Hospital einen Fehler unterlaufen ist oder ob jemand das absichtlich gemacht hat, aber es stimmt. Ihre Tochter lebt. Eine andere Familie hat sie adoptiert. Weiter. Es kann sich nur um einen unglaublichen Zufall handeln, aber sie lebt in unserem Haus. Ihr Name ist Latta Schimmer. Klaus Schimmer kam zu mir und redete komisches Zeug. Ich dachte, er sei betrunken, aber jetzt verstehe ich, warum er nicht er selbst war. Was wollen wir jetzt tun? Mit derartigen Angelegenheiten bin ich nicht besonders gut. Aber ich glaube, Sie sollten nicht überstürzt handeln. An Ihrer Stelle würde ich mir etwas Zeit nehmen, um darüber nachzudenken. Sie haben recht, das muss ich erst einmal verdauen. Ich kann nicht glauben, dass Latta unser Mädchen ist. Deswegen hat sie sich immer an Luisa erinnert, als sie klein war. Meine Frau und ich haben uns kennengelernt, als wir noch Kinder waren. Wir wohnten Tür an Tür, gingen in die gleiche Schule. Ich hoffe, Sie bewahren in dieser Sache einen kühlen Kopf. Einen heiklen Kopf etwas schwierig. Keine Sorge, ich habe nicht vor, ein Drama daraus zu machen oder das Kind irgendwie zu traumatisieren. Sie hat Eltern, die sie liebt. Sie haben recht, das ist wirklich eine sehr heikle Angelegenheit. Ja, das ist es wohl. Er reagiert mir eigentlich viel zu solide, viel zu souverän dafür. Wir können mal gucken, was die Post sagt. So, Aloysius Spack, der berühmte Herzchirurg, hat eine medizinische Wunde verbracht. Er verkündet sich die Freizeitgestaltung Edmund Linke, das Leben, welche eine komplizierte Herzoperation benötigte. Sehr gut. Was haben wir hier noch Schönes? Wir haben vom Schlaf der Glückseligkeit gehört, Papa, ich bin sprachlos. Ja, so ist das halt. Wir haben keine andere Möglichkeit aktuell. So, wir gehen nochmal der Katze was zu essen geben. Auch wenn sie gerade mit der Frau Schimmer hier am Spielen ist. Okay. Wirst eben nur gestreichelt, wenn du kein Essen willst. Ist dein Pech. So, da gibt es jetzt noch Streitereien zwischen den Money-Shacks. Natürlich auf offener Straße, wo auch sonst. Damit möglichst jeder das mitbekommt. Ein bisschen zentraler wäre besser gewesen, aber noch ausleuchten können. Das ist eine richtig schöne Show gewesen. So, hast du jetzt eine Maus da? Nee, du schläfst. Okay. Daneben nicht. Wenn der Mörder das nächste Mal weg ist, werden wir hier oben noch mal ein bisschen rumsuchen. Vielleicht finden wir noch was. Das könnte ich jetzt eigentlich beim Doktor machen, aber der ist ja eh hier unten. Dann heißt es mal ein bisschen warten wieder. Ein bisschen schade. Ah, die Katze will was. Im Schlaf. Sie hat vom Fressen geträumt. Bitte schön, da hast du es, Fettknäuel. So, die Frau Manischek möchte was von mir. Ich weiß auch was, aber ich werde es euch nicht sagen. Haha. Wir gucken nochmal ganz kurz nach wegen der Maus, ob die letzte jetzt auch da ist. Immer noch nicht. Okay. Dann warten wir noch einen Moment, bis die Katze endlich die Maus gefunden hat und sie hierher bringt. Oder hast du es jetzt erst abgelegt, weil du denkst gerade an eine Maus? Oder suchst du nach einer? Du suchst nach einer. So, sie will jetzt hier unten auftauchen. Dann reden wir doch gleich mal mit ihr. Hallo. Luisa, was hat Jakob gesagt? Werden Sie fürs Later spenden? Ich bin verzweifelt, Hector. Zuerst war Jakob ganz aus den Häuschen, aber als er herausfand, dass einer von uns spenden muss, wurde er wütend. Er sagte, dass er mir verbieten würde zu spenden, weil die Ärzte das Later und mich ins Grab bringen würden. Er hat die ganze Nacht versucht, es mir auszureden und von den schrecklichen Zuständen in Hospitälern erzählt. Er möchte, dass wir helfen, aber nicht, dass wir unser Leben dafür riskieren. Er liebt mich und hat Angst, mich zu verlieren. Und meine Gesundheit ist es schlecht bestellt und wir müssen auch an Markus denken. Es tut mir leid, aber ich kann mich nicht gegen seinen Willen stellen. Kann man ihn nicht irgendwie überzeugen? Sie ist seine Tochter. Ich konnte ihn nicht überzeugen. Wir müssen einen anderen Ausweg finden, auch wenn er illegal ist. Was meinen Sie? Was wäre, wenn mein Mann ein paar Tage weg müsste? Bei seiner Arbeit in der Chemiefabrik reist er oft. Professoren machen nicht allzu viele Geschäftsreisen. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Hector. Ich möchte meiner Tochter helfen, aber das geht nicht, solange Jakob hier ist. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, lässt er nicht mehr davon ab. So, wir müssen also den Herrn Jakob Manischek hier ein bisschen aus der Gegend bringen. Das heilige Blut des Volkes. Wissenschaftler des Instituts für Zukunftsschutz haben einen erstaunlichen Durchbruch gemacht. Sie können den Patriotismusgrad eines Menschen an der Zusammensetzung des Blutes in der DS bestimmen. Herzlichen Glückwunsch. Der Test ist verpflichtend. Warum auch nicht? So, wir müssen auf jeden Fall Jakob loswerden.
damit das funktioniert. Sonst lassen wir die kleine Tochter sterben. Wir sollten vielleicht versuchen, den einen oder anderen hier mal aus dem Haus rauszutreiben. Einfach nur, um wieder neue Mieter einziehen lassen zu können, die mir vielleicht ein bisschen hilfreicher sind. Oh, der Mörder geht. Da will ich doch gleich hier oben mal lauern. Dass wir hier vorbeischauen können, was er sonst Schönes hat, nicht wahr? Die Frage ist, fährst du weg oder gehst du... Nee, du gehst unten hin. So, wir durchsuchen nochmal alles, soweit wir können. Nichts von Belang. Ich will ihn eigentlich auch nicht frühzeitig rausschmeißen. Ich will ihn eigentlich wirklich mit diesen... So, kleine Information. Schachspieler mal auch noch nicht. Oh, das hat er gar nicht übernommen, dass wir hier die ganzen Sachen abgegeben haben in seinem Profil. Okay. Wo ist jetzt der andere hin? Das haben wir schon gesehen. Also nichts Neues. Wenn wir gleich ein paar Berichte schreiben. So, hier suchen wir ganz kurz das Telefon. Da kommt er. Rennen wir auch direkt raus, weil ich hoffe, dass die Katze jetzt unten endlich die letzte Maus gelassen hat, dass wir mit ihm reden können. Jawohl, danke sehr. Dann können wir nämlich jetzt hier hochgehen. Ja, das ist ein Tick zu weit. Ich wollte hier rein. Dann kriegt der verrückte Professor seine Mäuse. Dann gucken wir mal, dass wir ihn hier rausschmeißen können. Hier habe ich das Problem, dass ein Archivar ist. Der ist ja geschützt. Können wir höchstens die Rosa Ranek rausschmeißen, aber das bringt auch nicht viel. Wir können eigentlich höchstens hier den Künstler noch irgendwie loswerden und seine Olle. Weil bei den Manischeks haben wir die Story mit den Schimmers, deswegen sind die beiden connected, da wird nicht viel möglich sein. Aber gut, wir übergeben die Mäuse. Ich habe ihnen Mäuse besorgt, hier, auf geht's zu ihrem etwas Großen. Kommt her, meine Süßen, so fett, so süß. Ich möchte ihnen und ihrer geliebten Normski meine unendliche Dankbarkeit aussprechen. Wenn sie Mäuse haben, bringen sie mir und ich zahle ihnen 250 pro Stück. Okay, das ist nett. 250 pro Maus. Warum nicht? Reden wir mal über die verschiedenen Heilmittel. Hallo Kam, ich brauche Ihre Hilfe. Ah, haben Sie sich entschieden, die Wunder der alternativen Medizin zu erkunden? Ich habe Heilmittel für jegliche Umstände. Sie alle sind mit positiver Energie aus Erde, Luft, Wasser und Feuer aufgeladen, so wie es meine Zertifikate bestätigen. Wir reden später weiter. Das ist halt in Verbindung mit der Frau Ranek, weil sie friert. Ist halt schon älter, die Dame. Und da muss man halt mal schauen. Jetzt in der Zwischenzeit werden wir erstmal ein paar Berichte schreiben, da wir das anscheinend nicht gemacht haben oder nicht übernommen haben. Im letzten Part zu jetzt. Fangen wir doch mal hier an, ob wir hier unten irgendwas haben. Nein. Nein, der kleine Mann auch nicht. Er. Über ihn haben wir was. Über Jakob Manischek in Wohnung 2. Männlich, er wohnt da mit seiner Frau. Luisa ist vom Beruf Chemielehrer und er trinkt gerne mal und raucht ein Pfeifchen. Soddele. Was haben wir sonst noch? Die Frau Ranek haben wir schon abgefertigt. Der Herr Ranek ist der Angestellte im Archiv, wohnt da mit seiner Frau. Er ist männlich, wohnt in Wohnung 3. Und es geht um Herrn Mark Ranek. So, der Künstler. Ach, da haben wir den Beweis. Ja, dann werden wir einfach ihn los. Oder sie. Fangen wir mit ihr an. Joan Earn aus Wohnung 4. Welches Gesetz war das nochmal? Mit der Balalaika. 6014. Siehste. Vom 19. August. Bericht abgelehnt. Inkorrekte Beweise. Okay, ich kann es gar nicht gegen sie verwenden. Dann verwenden wir sie eben gegen ihn. Wohnt in Wohnung 4. Verstoß gegen 6014 vom 19. Ich wollte eigentlich sie loswerden, aber das kann man jetzt nicht immer machen. Werden wir ihn los? Können wir über sie noch was machen? Nein, jetzt kommt der Verrückte, über den wissen wir nichts, aber über den Mörder. So, das Manuskript. Was ist das nochmal? Sammelt Zeitungsausschnitte, die können wir auch loswerden. Der Schriftsteller.
der alleine wohnt, männlich ist, in Wohnung 6 und er heißt Lionel Kramer. Das hat er ja wieder nicht übernommen. So, Katze hat was. Rennt die Katze jetzt wieder rum. Sie hat Hunger wahrscheinlich. Damit du deinen Hunger, dein Essen kriegst. Damit wir nämlich weiterhin die Mäuse bekommen. Ja, auf Wiedersehen, Herr Latour. Es tut mir leid, aber das wird mir ein bisschen bei meinem Ruf helfen. Den brauche ich ja. Es hat mir nur 650... Nee, ich dachte schon, 650 Dollar war davor der Bericht. So, komm, finde jetzt das Zeug und werd ihn los. Vielleicht haut sie ja dann auch gleich ab. Dann kriegen wir hier wenigstens ein paar Sachen, die wir verkaufen können. Es tut mir leid, dass ich hier so harsch sein muss, aber es geht um mein Leben. Ich habe nur noch 127 Stunden. Ich will das irgendwie schaffen. Und wir können hier mal reinschauen, ob da vielleicht noch Geld ist von irgendwelcher Erpressungen, die ich vergessen habe. Nein. So. Ah, jetzt ist sie traurig. Ja, es tut mir leid, aber du hast sie eh nicht wirklich gemocht. Darf man nicht vergessen, also tu nicht so. In Ordnung. Den bekommen wir nachher auf jeden Fall los. Den Herrn Manischek. Das kriegen wir hin. So, jetzt hoffe ich, dass sie noch irgendwas hat, dass wir sie auch noch loswerden können. Der Vorteil ist, wenn sie weg ist, können wir da oben nochmal durchsuchen. Finden dann vielleicht was, um sie auch noch wegzusperren. Vielleicht möchte sie jetzt aber aus Trauer auch abhauen. Das kann ja auch sein. Ah, sie geht jetzt sowieso weg. Gehe ich doch gerade hier hoch. Nein, ich will nicht mit ihr reden. Wenn du vielleicht mit mir reden willst. Ich will hier rein. In der Zeit, wo du unten in die Küche gehst, schauen wir uns hier doch mal ein bisschen um. Farbe, nichts Wichtiges. Es bringt mir nur Geld. Oh, ich glaube, sie kommt wieder. Ja, sie kommt wieder. 250 Dollar? Das ist aber ein bisschen wenig. Finde ich. Also dafür, dass ich jetzt hier seinen Tod heraufbeschworen habe. Ich habe ehrlich gesagt mit ein bisschen mehr Geld gerechnet und auch erhofft. So. Die nehme ich ja weg. Oh, sie zieht aus. Okay. Auf Wiedersehen. Damit kann ich auch leben. Direkt reparieren und schauen, wen wir jetzt einladen. Robert Gibbs, der Militärkoch? Nein, der Erfinder. Christopher Donson, der Polizei. Inspektor oder Polizist. Er soll sehr hilfreich sein, wurde mir gesagt, deswegen nehme ich ihn jetzt auch mit. Wir hatten ihn zwar schon mal, aber das ist ja kein Problem, wir können irgendwann anderen rausschmeißen. Ich hoffe, irgendwann ihn hier oben loszuwerden. Leider gab es ja keinen Rest, weil sie ausgezogen ist. Aber gut, machen wir hier erstmal einen kleinen Bericht über den Herrn Schimmer, weil wir ja wissen, dass er gerne Klavier spielt. Dass wir ihn halt erstmal hier ein bisschen weiter in unser schönes Büchlein eintragen. 125 Dollar, das ist gut. Wir kriegen noch 250 von dem netten Herrn Arzt, der hier oben gleich aus der Tür austreten wird. Zumindest hoffe ich mir das. Dann werden wir noch ein bisschen mit allen über die Euthanasie reden. Vielleicht kriege ich dann einen Hinweis, wie ich mich noch retten kann. So, jetzt stellen wir uns erstmal den Polizisten vor. Guten Tag, ich bin Hector Medina, der Verwalter. Ich bin Christopher Donson, Stabsoffizier des Ministeriums für Ordnung. Mir und meiner Frau wird ein Apartment in Sektion B zugewiesen. Wir werden eine Weile in ihrem Haus wohnen. Wie sieht es an der Front aus? Was meinen Sie, Hector? Krieg ist die Brutstätte der Gewalt, die unser Zeitalter verschlingt. Sie sind ein Poet, Christopher. Dies sind die Worte eines Pazifisten, der über 20 Jahre im Gefängnis gesteckt wurde. Der verteilte Antikriegsflyer. Oh. Na gut, hast du sonst noch was? Nö. Okay, mehr gibt's von dir nicht mitzuteilen, dann lassen wir dich auch gehen. Könnt natürlich mit der Frau Gertrude Donson reden, die fangen wir gerade mal ab. Ich bin Hector Medina, der Verwalter dieses Wohnhauses. Ich bin Gertrude Donson. Es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen, Hector. Wie auch die Berufsbezeichnung, ich brauche Sie für meinen Bericht. Ich bin Krankenschwester. Sie arbeiten also im Hospital. Das darf ich Ihnen nicht sagen, Hector. Staatsgeheimnis.
Reden wir mal über die Gesundheitsversorgung. Ich habe gehört, dass sie jetzt mehr Geld in die Gesundheitsversorgung stecken. Das stimmt, endlich haben wir Einweghandschuhe und Nadeln. Leider werden die Nadeln zu schnell stumpf, was zu einer Menge Schmerzen führt. Ja, gut. Ich habe gehört, dass es da eine Konferenz mit den hohen Tieren aus der Medizin geben wird. Aber dieses Jahr haben sich wohl ein paar Scherzbolde durch Täuschung registriert, einen Teil übernommen und verrückte Dinge angestellt. Ich habe mich nicht mehr eingekriegt, nachdem ich die Thesen gelesen hatte. Wie war das? Was halten Sie von dem Bericht „Die Verschwendung des Mutterlandbodens zur Bekämpfung von Blutkrankheiten"? Oder dem hier: 10 Arten der Anwendung von Wüstenbeifuß gegen Kleinkinderkrankheiten. Allerdings hatte der offizielle Teil auch seine peinlichen Momente. Zum Beispiel die Behandlung von Atemwegserkrankungen mit Laugenseife. Die Frau des Sprechers ist die Leiterin der Seifenfabrik, soweit ich weiß. Beeindruckende Themen. Durchaus. So, und wir werden jetzt gleich mal hier einbrechen. Ist natürlich immer schlau, bei Polizisten einzubrechen, aber wenn sie weg sind, können wir uns das ja erlauben. Was wir da finden, seht ihr erst im nächsten Part. Ich bedanke mich wie immer für euer Einschalten. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin noch einen schönen Abend und ciao, Leute.